Uwe Alzen und Lance David Arnold gewinnen den 8. Lauf der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring und holen damit den 2. Haribo Racing Sieg der Saison. Von der Pole Position aus konnte Jesse Krohn im Falkenhorst BMW die Startphase des Rennens anführen. Dabei musste er sich rundenlang den Angriffen von Uwe Alzen im Haribo Mercedes erwehren. Hinter diesem Duo kämpfte eine ganze Reihe von Verfolgern um die Positionen. Nach dem ersten Reigen der Boxenstops nahm das Duell um die Spitze jedoch ein jähes Ende. Eine Kollision riss den Walkenhorst BMW aus dem Rennen um den Gesamtsieg. Ein vorzeitiges Rennaus in aussichtsreicher Position ereilte auch den Lexus von Farnbacher Racing sowie den Phoenix Audi R8. Den weiteren Kampf um den Gesamtsieg machten im letzten Renndrittel der Mantai Porsche und der Haribo Mercedes unter sich aus. Dabei wurde es zum Rennende hin noch einmal richtig eng. In der letzten Runde hing Arnold im Mercedes direkt im Heck des Porsche von Estre. Auf der Strecke schaffte es Arnold jedoch nicht mehr an Estre vorbei. So wurde die Mantai-Mannschaft vor dem Haribo-Team abgewunken. Den 3. Podiumsplatz sicherte sich Falken Motorsports. Doch nach der Podiumssiegerehrung bekam Mantai Racing noch eine Zeitstrafe aufgrund von Überholens unter gelber Flagge. Uwe Alzen und Lance David Arnold rückten somit auf den 1. Gesamtrang vor und konnten sich nachträglich über den Sieg freuen.